Reges Treiben, Regen und dennoch viel Vorfreude bei der Startnummernausgabe der Tour der NRG. Das Göttinger Rennradwochenende ist bereits am heutigen Sonnabend mit dem sehenswert Ölleprolog-Zeitfahren sportlich eingeläutet worden. Gut 4 Kilometer waren auf dem Weg von Roßdorf nach Sedmershausen zu meistern. 80 wackere Aktive hatten durchaus mit Wind zu kämpfen, phasenweise sogar mit Regen. Dies trübte die Stimmung aber kaum, erst recht nicht bei den Zeitschnellsten. Gesamtsiegerin wurde Naima Diesner, Gesamtsieger Thomas Göllner. Vorne stehen die 3 Erstplatzierten des sehenswert Ölle Produktzeitfahrens, in der Mitte Thomas Göllner. Bist du heute auf Sieg gefahren? Nein, prinzipiell fahre ich nie auf Sieg oder auf Platz. Mir geht es im Prinzip darum, meine Leistung zu bestätigen. Und wenn die dann passt und ich dann Vierter bin, dann bin ich zufriedener, als wenn die Leistung nicht passt und ich vielleicht gewonnen habe. Deswegen. Heute hat sie offenbar gepasst. Du bist 2 Sekunden vor Yannick Sinske gelandet. Daher die Frage an Yannick. Hast du die Zeit unterwegs verloren oder wie würdest du es einschätzen? Ja, man neigt natürlich schon dazu, später dazu hadern. Wo habe ich jetzt 2 Sekunden liegen gelassen? Weil 2 Sekunden sind schnell mal irgendwo einfach verloren, weil man die Position nicht sauber hält oder weil man ein bisschen später über die Kuppe beschleunigt. Es war aber grundsätzlich so, dass ich das Rennen genauso gefahren bin, wie es mir vorgenommen hat. Zeit, Leistung, alles war so, wie ich es mir vor dem Start vorgestellt habe, wie ich es angehen möchte. Und daher kann ich eigentlich nur anerkennen, dass Thomas halt schneller war und das gönne ich ihm auch. Und klar, hinterher ist man da immer schlauer, was jetzt nun wohl irgendwie gefehlt hat, aber genauso kann ich auch am Ende glücklich sein, dass ich 1 Sekunde vor meinem Bruder bin, das ist genauso knapp. Deswegen, noch wichtiger wahrscheinlich. Das war mir dann sogar wichtiger. Ja, der Bruder Julian Sinske hier jetzt eben im Bild, einer von den dreien und einer von den dreien, die auch morgen bei der Tour der Energie an den Start werden gehen. Julian, welche Ziele hast du für morgen? Ich möchte mich möglichst weit vorne positionieren im Rennen die ganze Zeit, dass ich möglichst Stürzen aus dem Weg gehe und auch möglichst reagieren kann, wenn Spitzengruppen gehen. Was grundsätzlich nicht einfach ist, gegen die gut besetzten Jedermann-Teams da wirklich die entscheidende Gruppe zu erwischen. Und ein weiteres großes Ziel für mich ist auch die Firmenwertung mit dem DLR. Julian sind gestartet über die 100 Kilometer. Von Thomas habe ich schon gehört, der geht über die 45 Kilometer an den Start. Was ist deine Zielsetzung für morgen? Also die Taktik ist, die erste Hälfte volles Rohr und dann zum Schluss langsam steigern. So. Die Wetterprognose für die TDE ist inzwischen recht gut. Auch 2 weit hergereiste hoffen auf trockene Straßen. Vor uns stehen Tina und Denise, die extra zur TDE aus Köln angereist sind. Tina, mit welchen Erwartungen seid ihr hergekommen? Ja, wir haben die Erwartung, dass schönes Wetter ist, wir ein super Rennen starten können und mal schauen, ob wir die Göttinger ein bisschen jagen können. Was erwartet ihr von der Strecke? Was habt ihr über die kniffligen Punkte der Strecke gehört? Wir haben gehört, es gibt 2 Anstiege. Der zweite soll ja der härtere sein, der Hohe Hagen. Und wir freuen uns auf Brennen in den Beinen und hoffen, dass wir da ein bisschen was rausholen können. Viel Spaß morgen bei der TDE. Dankeschön. Danke.